hier ist Ronja und heute schauen wir uns 12 Rätsel für Erwachsene an, die Teenager problemlos knacken. Ich bin 21, also technisch gesehen eigentlich erwachsen, aber nicht allzu lange her, dass ich ein Teenager war. Und ich denke, deswegen habe ich noch einen klaren Vorteil und kann die Rätsel lösen. Hoffe ich jedenfalls. Falls ihr miträtseln wollt, wie immer, wir machen ab und zu so Rätselvideos, dann schreibt gerne eure Lösung in die Kommentare. Und man hat immer 7 Sekunden Zeit, um was zu lösen. Ich denke, ich schaffe es diesmal auch ohne das Video anzuhalten ständig, weil da werden viele Leute sehr wütend. Ich weiß nicht warum, es tut mir leid. Es ist Instinkt, okay? Ich will nicht über was drüber reden, wenn doch was passiert. So, aber wir fangen jetzt an. Okidoki. Welcher Buchstabe fehlt? Also ich würde ja sagen F, aber es macht gar keinen Sinn. Wasser, Land, Luft. Ah ja, das hätte ich wissen können. Wasser, Land, Luft. Gut, ich habe F für Flugzeug gedacht, aber die anderen Buchstaben haben nicht gepasst. Ja, das Alphabet kann ich auch. So, wenn ihr jetzt sagt, das ist E, weil es A, B, C, D, E, F, G ist. Dann... Jungs. Oh, oh, da hatten sie mich. Da hatten sie mich. Ich dachte erst, es ist ein F. Da wollten sie mich verwirren. Aber dann war es doch ein E. Ein Mann ging jagen. Er sah eine Beute, zielte und schoss. Traf er? Traf er nicht? Ist das Reh nun tot? Einige Sekunden später bemerkte er seinen furchtbaren Fehler. Die Beute war gar kein Reh. Die Beute war ein anderer Mann. Einige Minuten später war er tot. Was? Okay. Er ist später dann gestorben, weil er wollte den Mann, den er getötet hat, vergraben, um nicht als Mörder ins Gefängnis zu kommen. Hat dann versucht, ein Loch zu graben, aber weil es so kalt war, ist er dann in der Kälte verendet. So, was ist passiert? Was ist passiert? Ich habe es gerade schon gesagt. Okay, ganz kurze Anmerkung, ja. Ich habe gerade gewartet, bis die Uhr abläuft, weil ich hatte unsere Lösung ja schon. Dafür, dass das Zeug 7-Sekunden-Rätsel heißt, hat die Uhr aber gerade 24 Sekunden durchgetickt. Denk nicht, ich merke das nicht. Er jagte im Winter in den Bergen. Er fiel einen Berg runter. Er ist eine Klippe runtergestürzt. Aber meine Lösung ist auch gut. Der Schuss verursachte eine Lawine, die ihn tötete. Oh, 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 okay, aber das hätte man nicht, also das hätte ich nicht kommen sehen können. Also, da ist meine Lösung, sage ich, besser. Fährt die Person richtig oder falsch? Die Person fährt falsch, denn langsam fährt man rechts und schnell fährt man links. So. Das heißt, dies ist ein Problem, ein Verkehrshindernis, ein sogenanntes. Das ist wirklich gefährlich. Ja, sag ich ja. Hier fährt unsere Anfängerin ganz gemütlich. Ja, sie fährt auch einfach, also zu langsam. Also man fährt halt rechts langsam. Um sie zu überholen, müssen andere Fahrerinnen in die rechte Spur wechseln. Aha. Das kann zu einem Unfall führen. Tja, das ist wahr. Bam, bedam, tot, alle, Unfall. Laut Statistik sind Leute, die auf der linken Spur zu langsam fahren, für 10%. Und deswegen, liebe Kinder der Nacht, das macht keinen Sinn, dieser Satz, ja, rasen wir alle. 4 Freunde besuchen jeden Sonntag ein öffentliches Bad. Okay, okay, okay. Da bin ich wieder voll dabei. Das ist die Story. Alex brachte für gewöhnlich eine Thermoskanne und trank Cocktails. Das ist Alex. Das habe ich schon erkannt hier. Alex ist der coole Typ. Andreas und Philipp waren Anwälte und lasen immer ihre Akten. Okay, das sind die Anwälte. Bei dem stimmt was nicht. Der hat kein Handy hier an seinen Kopfhörern. Peter hörte meistens Musik. Aber worauf? Ah, Piet heißt der jetzt. Ich dachte Peter. Einigt euch! An einem Sonntag wurde Peter tot aufgefunden. Das wundert mich nicht. Es würde viele Leute wütend machen, wenn die so tun, als ob jemand Musik hört. Aber der Kabel steckt einfach nirgendwo drin. Er wurde erstochen, aber man fand keine scharfen Gegenstände. Oh oh. Erstochen. Wir haben die Thermoskanne. Bam! Es war der Mann mit der Thermoskanne. Mit seinem Glas. Oder der Thermoskanne. Ich bin nicht ganz sicher. Also, ich habe nicht wirklich was zum Erstechen gefunden. Also mein bester Bet ist auf Alex, der Mann der Thermoskanne. Ja, also wenn der Cocktails trinkt, dann... ich meine, der ist ja auch angetrunken. Da macht man vielleicht dummere Sachen als die Aktenleute. Ich meine, das sind Anwälte. Obwohl, die Anwälte. Ich meine, die wissen natürlich, wie man jemanden abmurkst, ohne dass die Waffe gefunden wird. Weil die das oft machen. Also nicht, weil die das oft machen, sondern weil die da die Fälle vertreten, meine ich natürlich. Antwort...
Eine Thermoskanne hält kalt. Er brachte einen Eiszapfen, der dann schmolz. Alex, das hätte ich nicht von dir erwartet. Welcher Spitzname passt am besten zu mir? Okay. Ich habe keinen Spitznamen. Wähle dein Kaffee. Ich bevorzuge C. Was? Das ist Tee, liebe Freunde. Ich mag Frappuccinos am meisten. Die sind echt lecker, aber auch echt ungesund. 50 Punkte. Ihr könnt gerne mitmachen. Zählt eure Punkte. Falls ihr keinen Kaffee mögt, dann mögt ihr wahrscheinlich lieber C. Okay. Punkte 50 bis jetzt. Ich mag Huskies, aber ich mag auch Golden Retriever. Ich bin mich... Jack Russell Terrier, furchtbare Hunde, mag ich gar nicht. Ich nehme die Huskies, die sind cute. Okay. 40, okay. Was würdest du niemals tun? Den Job kündigen und reisen gehen, wie jeder andere sein, deine Nase piercen oder deine Haare violett färben. Ich würde nie Bungee jumpen. Weil, also zum Beispiel das mit den Haaren habe ich ja schon mal gemacht. 20, okay, 110. Was würde ich auf eine verlassene Insel mitnehmen? Wer zur Hölle nimmt eine Xbox mit? Du hast doch da A keinen Fernseher und B keinen Strom. Ich würde Fitnesssachen mitnehmen. 160. Okay, wofür würde ich 1 Million Euro ausgeben? Ich würde investieren. Wenn du 1 Million investierst, clever investierst, hast du technisch gesehen in 7 Jahren 2 Millionen, wenn du es gut machst. Das heißt, ja. Ich habe vergessen zu zählen. Warte, 120, 150. Zähle deine Punkte zusammen. Habe ich, 190. Household CEO heißt du mit 50 bis 80. Deine Familie und dein eigener Komfort bedeutet dir alles. Social Guru. Du bist Hashtag toll. Oh Gott. Du folgst den ganzen aktuellen Trends. Du bist Hashtag toll. Du solltest das wissen. Krass, Mann. Livewire. Du bist extrem energetisch und willst bei allem erfolgreich sein. Du wirst die Welt erobern. Da. Habt ihr gehört, ne? Bin ich zwar nicht, ich bin nämlich ab 190. Ich bin das. Ich bin der Devil. Ich will Spannung und den Kick. Reisen, die... Darf ich mal anmerken, dass ich bei keiner Frage bis jetzt Reisen gewählt habe oder Bungee-Jumpen? Wo will ich denn Spannung und den Kick? Will ich nicht. Ich will Frieden und Ruhe. Lügen. Ich fühle mich hier nicht ernst genommen. Nö. Es geht noch mehr. Outlander. Normal ist für dich ein Schimpfwort. Du bist natürlich originell bei allem, was du machst. Krass. Roman starb im Schlaf. Okay. Starting off with a bang. Seine Frau erzählte, was geschehen war. Die Augenbrauen von der Frau creepen mich out. Wir schauten letzte Nacht einen Horrorfilm. Dann schlief Roman ein und hatte einen Traum über einen Fremden, der ihn würgte. Okay. Ich meine, ich versuchte ihn aufzuwecken, aber er hatte wahrscheinlich einen Herzinfarkt und starb. Crazy. Sie hat ihn einfach erwürgt. Er hatte einen angeborenen Herzfehler. Ist jetzt meine Arbeitstheorie. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht lernen wir gleich noch andere Leute kennen, die ihn erwürgt haben könnten. Die Polizei nahm sie umgehend fest. Ja, weil sie hat ihn erwürgt. Wie konnten sie es wissen? Naja, man stirbt ja nicht an Träumen. Man stirbt ja nur, weil dich wirklich jemand erwürgt. In einem Traum kannst du sterben wie nichts. Da kommen Tiger, die fressen dich auf. Gar kein Problem. Du stürzt dich von Klippen. Alles easy. Ist nur ein Traum. Wachst da auf. Aber wenn dich jemand erwürgt... Roman starb im Schlaf. Wie konnte sie von seinem Traum wissen? Ich weiß, wie man immer bei Tic-Tac-Toe gewinnt. Man macht einen hier und einen gegenüber und dann kann man da einen hinsetzen. Aber nur, wenn der Gegner nichts falsch macht. Das weiß doch jeder. Das ist doch nichts Neues. Wer gehört nicht zur Familie? Wer gehört nicht zur Familie? Ich weiß nicht. Brauche ich hier noch Basisinformationen? Nee. Das Baby. Das Baby kann nicht laufen. Da stimmt doch was nicht. Da, irgendwo, ne? Die kann nicht laufen. Ansonsten das Model hier. Wen hast du ausgewählt? Das Baby oder das Model? Echte Familie. Du behandelst deine Freunde wie eine echte Familie. Oh, das ist wieder so ein Persönlichkeitsding. Okay. Du versuchst was... Ich habe jetzt theoretisch aber das Baby genommen. Also ihn hier. Also bin ich vielleicht ohne eine starke Vaterfigur aufgewachsen und wollte nicht, dass andere wie ich aufwachsen. Okay. Alles klar. Du bist sicher sehr familienorientiert. Du glaubst an stabile und langlebige... Wieso sagt mir das das aus einem schwarzen Bild? Wo... Hä? Nee. Mach ich nicht mit. Die Bedürfnisse deiner Familie haben Prio. Hä? Okay, nee, das ist Quatsch. Das ist doch Quatsch.
Hier, da hattest du auch eine schwere Kindheit. In 2 von 3 Fällen hattest du eine schwere Kindheit, keine Vaterfigur und vertraust Menschen nicht. Und willst immer den Leuten was Gutes. Nö, das hat sich jemand ausgedacht. Das sind wie Horoskope. Okay, unser letztes Rätsel sagt, welche Familie ist arm? Und die Antwort ist die linke. Denn das Kind hier hat ein Handy in der Hand und das linke Kind hat ein Spielzeugauto in der Hand. Das heißt, dem möchten sie erstens entweder kein Handy kaufen, weil sie erzieherisch gut wertvoll sind, oder sie haben kein Geld für ein Handy, weil Handys sind teuer. Weil ich meine, Essen haben sie beide. Deswegen, linke Familie ist arm. Kommentare, auch schon wieder. Ich mag das nicht, wenn die das nicht auflösen, sondern sagen, schreibt's in die Kommentare. Ich meine, gebt uns doch die Lösung. Aber okay, wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr Rätsel machen möchtet, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Keine Sorge, ich versuche für euch auch alles zu lösen und tu nicht so, als wüsste ich die Lösung selber, auch wenn ich gar keine habe. Ansonsten macht's gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao!